Werde ich in diesem Spiel einmal Erster und nicht immer Zweiter? Ich würde es mir wünschen, wenn mich immer nicht am Ende irgendeiner an mir vorbeizieht. Ich würde es mir wirklich sehr, sehr wünschen. Leute, ihr müsst mich gewinnen lassen, sonst sehe ich doch Willkommen alt aus. Willkommen zu Time Jinx. Ein Spiel, bei dem ihr Quizfragen rund um die Zeit beantworten müsst. Hoffentlich nicht. Ryan! Das war's schon. Das ist das ganze Spiel. Okay, ihr Freaks. Wir reisen ja, jetzt ich bin gerne ein Freak, aber dann lass den Freak, den Oberfreak hier doch auch mal gewinnen. So. Eure nächste Mission steht an. Tumblr verbietet nackte Leute. Hackt jetzt eure Jahreszahl in die Maschine. Wieso verbietet man sowas denn? Also das sollte überhaupt nicht verboten werden. Ich finde, das ist total legitim. Ich bin heute erst am See entlang gegangen und da habe ich jemanden nackten gesehen. Ist wirklich so. Das ist jetzt kein Scherz. Ich bin heute am See spazieren gegangen. Ich finde das nicht in Ordnung, dass man das verbietet. Also, nee. Wo seid ihr Nerds? Das sollte eigentlich nicht verboten werden. Heraus? Alte, dicke Männer sollten immer irgendwo nackt zu sehen sein. Finde ich absolut legitim. Ich habe bei 2015 gesagt, ich habe keine Ahnung. 2018. Okay. Ja, ich habe mich um 3 Jahre verschätzt. Die anderen hatten es genau richtig. Das waren die, die übrigens damals Nacktfotos gepostet haben. Die wurden nämlich damals 2018 alle gekickt. Das waren die, die das jetzt gewählt haben. Ich habe euch durchschaut. Die ersten Grammy Awards finden statt. Oh. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Grammys. Die Zeitspanne ist auch nicht so lange, ne? Wann waren denn die ersten Grammys? Da hat auch keiner von uns gelebt. Woher will man das wissen? Du bist doch in Deutschland und FKK kennt man nicht überall. Ja, das stimmt. 59, ich habe 50 gesagt. Verdammt. Wie seid ihr so gut? Ihr googelt das heimlich, ne? Machen wir weiter. Was? Spam? Frühstücksfleisch in Dosen kommt auf den Markt. Das hieß Spam? Ihhh, von dem Frühstücksfleisch in Dosen. Das klingt echt, das ist irgendwie so echt ein bisschen eklig, ne? Ich habe keine Ahnung. Frühstücksfleisch, wenn ich mir so vorstelle, ey. Das sah immer so komisch neonrot aus, glaube ich, ne? Ich fand das nicht lecker. Also, vom Aussehen her. Voll der Spam, das Fleisch. Sperm, das war ein bisschen intensiveres Fleisch. 37, was habe ich gesagt? 20, ups. Zeit für den einen oder anderen Teil. Also manche haben hier echt einen Lauf, ne? Die haben Punktlandung. In 3 verschiedenen Jahrzehnten. Wisst ihr sowas? Eure Aufgabe ist es, richtig zu antworten, damit niemand herausfindet, dass ihr durch die Zeit springt. Gebt euer Bestes, um nicht aufzufallen und vielleicht ziehe ich dann ein paar Jahre von eurem Punktestand ab. Aber fairerweise muss man dazu sagen, in den letzten Runden habe ich anfangs immer vorne gelegen und auf einmal haben die anderen... Hier, Mustang-Schrimp, bisher nur einen einzigen Punkt. Ich bin spät dran. Ich musste erst noch ein Battle Royale gewinnen. Keine Sorge, ich verstehe das. Elden Ring ist mega. Fortnite ist mega oder Arkham Asylum ist mir. Also wenn das jetzt von euch... Das muss jetzt jeder sitzen haben. Das muss jetzt jeder verstehen. Wir kommen alle von Twitch. Und wir haben alle mit Spielen zu tun. Das versteht jeder. Komm. Tobias und Jinjo Jun. Was? 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 Fortnite. Oh Gott. Yep, Boys Don't Cry. Eyes Without a Face. Oder This Charming Man. Ich habe keine Ahnung. Die habe ich tatsächlich nicht gehört. The Smiths. War das nicht Will Smith? Der hat doch so Ding gesungen hier, wie heißt es? Keine Ahnung. The Charming Man? Nee, sagt mir nichts. Nächstes Jahrzehnt, wir kommen. Das war der gruseligste Film, den ich je gesehen habe. Ich mach nie wieder das Licht aus. Tika, danke schön für den Follow. Der gruseligste Film, oh komm. Ich mache nie wieder das Licht aus zu Hause. Der Exorzist, Poltergeist oder The Shining? Hä, das kann ja alles sein. Hä, das kann doch alles sein. Hä?
Entschuldigung, aber... Ich senke euren Punktestand, je nachdem, wie erfolgreich ihr durch die Zeit gesprungen seid. Jackie, hallo! Ach, 70er! Wo stand denn das? Es ging nur um die 70er. Oh, shit! Oh, Entschuldigung, das habe ich übersehen. Dann war ich mal... Das war meine Schuld. Alter, Mustang-Schrift! Wie gut kann man in diesem Spiel sein? Sag mal, googelst du das nebendran? Aber mal echt, die Zeit fliegt. Du hast 0,5 Punkte. Du hast fast alles richtig gemacht. Ich habe euch eine Kleinigkeit mitgebracht. Alter, das ist ja krank. Mission. Dick Duck wird veröffentlicht. Tippt jetzt eure Jahreszahl ein. Dick Duck. Ich sag mal... So, ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht, was Dick Duck ist. Ist das ein... Sind das... dicke Enten? nee, oder Enten, die man buddelt oder sowas. Tika, spiele danach noch eine Runde von diesem Zeitspiel. Das macht echt Spaß. Ich habe das gestern zum allerersten Mal gespielt. Ich weiß noch nicht, ob wir noch eine Runde spielen. Aber eventuell. Aber dann bist du natürlich herzlich eingeladen. 82. Mustang schrieb, wenn du jetzt wieder genau richtig gelegen hättest, dann hätte ich gesagt, du cheatest. Neue Mission im Anflug. Platsch. So, im Urban Dictionary wird der erste Eintrag zum Duckface gemacht. Schon wieder Enten. Duckface ist doch... Ist das nicht das, was die ganzen Mädels dann immer auf Instagram gepostet haben? So? Duckface, warte mal, wann war denn das? Ich sag mal so... Keine Ahnung. Ich versuche ein Duckface zu machen. Extra für euch. So. Manche haben dann auch irgendwie so ein bisschen irgendwelche Methoden gemacht oder irgendwie sowas, um das noch ein bisschen dicker werden zu lassen oder so, ne? Kollagen oder so. Ne, keine Ahnung. Irgendwas gemacht, so, ne? Ich hab's genau gewusst. Also mit Duckface kenne ich mich aus. Ich hab's erfunden. Dieser Alarm verrät uns, dass wir den Verlauf der Geschichte geändert haben. Schauen wir mal, welchen Ort wir verunstaltet haben. Hier sollte ein bekanntes Wahrzeichen stehen, aber leider wurde es durch so einen Augendurchfall ersetzt. Also, wo sind wir? Oh Gott. Dubai oder Sydney? Ich habe keine Ahnung. Ich sag mal Sydney. Ich finde, die Umgebung sieht ein bisschen mehr nach Sydney als nach Dubai aus. Ja. Ich glaube, Dubai wäre ein bisschen... Also, die heißeres Klima. Und hier kommt euer Punktabzug. Ach so, das war... Ach so, die haben das Wahrzeichen ausgetauscht. Jetzt habe ich es verstanden. Schließlich, ich habe die Frage gar nicht erst richtig gecheckt. Das erste Bonner Beethovenfest findet statt. Bonner Beethovenfest. Keine Ahnung. Toffee und Erdkunde. Hä? Das war doch richtig. Ich hab doch die Gegend herausgefunden, dass das eher Sydney anstatt Dubai gewesen sein müsste. Ich habe alles richtig gemacht. Lass mich. Zockenfreunde Mario. Wir beide mit 1890. Oh Gott, das war 45, Alter. Oh Gott. Abgefahren. Ich glaube, wir sind alle gerade ein bisschen am Struggeln, was die Punkte angeht. Ich glaube, wir sollten vielleicht mal ein bisschen uns wieder ein bisschen zusammenreißen und anstrengen. Oder Sie im Zweifelsfall noch mal ändern. Euer Punktestand schrumpft mit jeder korrekten Antwort. Geht steil, Leute. Aber ihr wisst schon... Ah, komm, geht steil. Jetzt sind wir heute wieder ein bisschen teenage-y unterwegs. Der Time-Loop findet in einem Kühlschrank statt, den ich umgebaut habe. Das ergibt alles Sinn. Vertraut mir einfach. Okay. Wie viele Schaltjahre gab es im 20. Jahrhundert? Ach, du Scheiße. Warte mal, ich muss mal rechnen. Im 20. Jahrhundert. Okay.
Gott, ich kann nicht rechnen. In wie viele romantischen Komödien haben Adam Sandler und Drew Barrymore zusammen mitgespielt? Oh, ich weiß auf jeden Fall von... Sag ich nicht. Also von so und so viel weiß ich, aber von mehr weiß ich nicht. Time Loop. Antwortet wie vorher oder anders. Kann man tatsächlich ich wissen, Buch und Mathematik. Ich weiß, ich versuche gerade zu rechnen, aber ich kann es nicht irgendwie... Ziehen könnt. Warte mal. Ja? Kolbasnik hat das hier ausgewählt. Also ich nehme das. Ja, es müssten 25. Ich hab's im Kopf gerechnet. 25, ne? Und hier, da weiß ich... Also ich hab's tatsächlich sogar gewusst. Ich habe richtig gehabt. 25. Bei 40 sind 10, also alle 4 Jahre. 40 Jahre sind dann 10 Mal. Nochmal 40 Jahre sind 10 Mal. Und nochmal 20 Jahre sind 5 Mal, also 25. Aber okay, sind 3. Ich habe 2 gesagt. Siehst du, dafür habe ich das verkackt. Aber du, so schnell rechnen ist halt auch irgendwie so eine Sache. Du stehst unter Zeitdruck, da kannst du nicht so schnell rechnen. Ich verstehe das, dass man da irgendwie ein bisschen unter Druck gerät. Da bin ich auch mal ganz raus. Der Punktestand? Klar können wir uns den ansehen. Oh Gott. So weit hinten. Aber Mustang Shrimp voll abgefallen, gerade eben mit 0,5 Punkten. Das war so krass. Das ist die also bitte, das war mega, das war eine super Leistung. Da kannst du echt stolz drauf sein für die erste Runde da. So, die Verfilmung von Stolz und Vorurteil mit Keira Knightley und Matthew McFadden kommt in die Kinos. Oh Gott. Ich krieg Hilfestellung. Ah, ich krieg Hilfestellung. Jetzt auch, weil ich jetzt auch schlecht bin, kriege ich Hilfestellung. Das finde ich super. Achso. Oh, ich habe fast nicht eingeloggt. Hab fast vergessen einzuloggen. Oh mein Gott. Seid ihr jeweils gereist? Ich habe 2006 gesagt. Es war auf jeden Fall nach Fluch der Karibik, was 2003 rausgekommen ist. Da bin ich mir ziemlich sicher. Aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. 2005! Ah! Ich wusste nur nach 2003. Ah, shit. Ah. Zeit für eine neue Aufgabe. Na gut, aber wenigstens nicht ganz so schlimm. Die Westminster Kennel Club Dog Show wird zum ersten Mal ausgerichtet. Das ist ja ein schrecklicher Name. Kriege ich jetzt auch Punkte? Tipps meine ich? Ich krieg keinen Tipp mehr. Wieso kriege ich jetzt keine Tipps mehr? Wieso kriege ich keine Tipps mehr? Eben war doch noch ein Tipp da. Och Manu, ich will noch einen Tipp. Ich habe 90 gesagt. Ach du Scheiße. Mustang Shrimp! Glanzleistung 77. Schon wieder. Eine Punktlandung. Respekt. Earth, Wind and Fire veröffentlichen den Song September. Okay, ich mach mal so. Selbst dein Zukunfts-Ich hat keinen Bock mehr. Ist halt echt so. Mein Zukunfts-Ich weiß es auch nicht mehr, weil es einfach vergessen hat, weil er doof ist. Toffi ist und bleibt doof. Jetzt und in Zukunft. Ist halt traurig. Muss dann geschrieben werden, wenn es jetzt schon wieder eine Punktlandung ist, dann kotze ich. 78. Mein Tipp war nämlich, dass hinten eine 8 ist. Und deswegen habe ich 88 gesagt. Ich habe. Das ist 78. Scheiße. Wir müssen ein wenig Ordnung. Das ist nicht meine Runde. Hier werde ich definitiv nicht erster. Den Verlauf der Geschichte verändert. Upsi, wupsi. Tut uns leid, Geschichte. Eure Aufgabe ist es, die schrägen Realitäten zu korrigieren, die wir erschaffen haben. Los geht's. Ich will dieses schräge Spiel ändern, das ich hier geschaffen habe. Alchemisten aus dem alten China erfanden 900 nach Christus Coca-Cola Light. Bringt das in Ordnung? Ja, so lange gibt es bestimmt Coca-Cola Light, oder? Ich sag mal das. Ich bin mir aber echt nicht sicher. Ich habe Papier gesagt. Ups. Scheiße.
Im Jahr 1965 schockierte Bob Dylan seine Fans, indem er E-Gitarre auf dem Grillfest spielte. Bringt das in Ordnung? Das hat er bestimmt da irgendwann gemacht in 65, oder? Okay. 65? Das müsste... Kolbers, Nick, komm. Log ein. Woodstock gewesen sein, oder? Nein! Newport Folk Festival. Keiner hat's gewusst. Haben alle Woodstock gesagt, wegen 65, ne? Euren Punktestand an. Ah, wir sind alle traurig. Nur Mustang Schrimm kriegt Punkte. Abzug. Punktestandkontrolle. Ich bin... Oh Gott, ich bin raus. Das war nicht gut. Aber ich spiele noch weiter, ne? Letzte Aufgabe. Oh Gott. Nanu, wo ist denn die ganze Zeit hin? Aber wir schaffen noch eine weitere Aufgabe. Und ich bin echt schlecht gerade. Es tut mir leid, Leute. Normalerweise bin ich immer so gut. Bewegen. An seinem 100. Geburtstag singt Jason Derulo schwächlich seinen Namen. Jason Derulo! Oh Gott. Wann hat denn der Geburtstag? Ich bin unsicher. Ich bin unsicher. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass er älter ist als ich. Gibt es nur Punktabzüge. Ich bin halt dieser Art. Ziemlich sicher, dass er älter ist als ich. Deswegen habe ich jetzt mal 83 gesagt. Oh Gott. Juckt das irgendwen, weil er Geburtstag hat? Ja gut, ist ja die Frage, ne? Der ist doch nicht 2000... Der ist doch nicht... Und jetzt schauen wir uns an, was das an 89? Bedeutet. Der ist mein Jahrgang? Der ist genau mein Jahrgang. Das wusste ich nicht. Alter. Ich dachte, der wäre älter als ich. Deswegen habe ich 1983 gedacht. Ich dachte, der wäre 6 Jahre älter. Von wegen. Also, Koba ist Nick. Und Mangi, herzlichen Glückwunsch. Super geraten. Schauen wir uns euren Punktestand an. Habt ihr mal live gesehen auf Enjoy Star, Star Show? Verdammt. Konnte ich überhaupt nicht. Der konnte überhaupt nicht sehen. In oh, ich hab einen Platz gut gemacht. Oh Gott, Mustang Schrimp. So weit abgeschlagen da unten. Nach Hause nehmen würde, wenn es einen gäbe. Es ist Mangi. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das mal sagen würde, aber... Herzlichen Glückwunsch an Mangi. Jetzt wird es Zeit, euch zu beurteilen, hast du, liebes hast Publikum. Du richtig gut gemacht. Und der Publikum hat Rang 5 gemacht. Auch ein herzlichen Glückwunsch an euch. Und dann kommt wieder die coole Musik. Ja, diese Runde war ich leider viel zu schlecht. Aber die Fragen waren auch scheiße. Nein, Quatsch. Ja, ich war leider zu schlecht. Das tut mir leid. Das ist so cool. Ich finde das so schön gemacht, ey. Oh, Jackbox-Spiele machen einfach Spaß, Leute. Jackbox-Spiele machen einfach wirklich Spaß. Ich bin so froh, dass ich es vorab schon testen durfte. Das ist so ein cooles Spiel. Es macht so Fun. Theo Soke, hallo an dich. Du solltest dich doch anstrengen. Ich hab mich angestrengt, aber das Spiel war nicht mein Junge. Ich hab mich wirklich angestrengt. Bitte mach, dass du mich dann auch noch ewig liebst. Hat sie auch gerade gesungen, Jana und alle anderen. Theo Soke, lange nicht hier gewesen. Überhaupt kein Thema. Freut mich, dass du jetzt wieder da bist. Habt ihr zweimal hintereinander Time Jinx gespielt? Ja, ich wollte mit in die Revanche, weil ich schon wieder Zweiter geworden bin vorhin und es einfach so knapp vorm Sieg war. Und das hat mich einfach getriggert. Deswegen haben wir es jetzt zweimal hintereinander gespielt. Es tut mir leid.